Du, Schatz, ich muss dich verlassen, weil ich glaube, du hast einfach was Besseres verdient. Lief so etwa deine Trennung ab? Sprich, du wurdest vom Ex-Partner oder der Ex-Partnerin verlassen. Und dieser Satz ist gefallen, dass du etwas Besseres verdient hast. Gleichzeitig wurdest du aber auch während der Beziehung schon toxisch behandelt, schlecht behandelt oder nicht gut behandelt. Dann werde ich dir jetzt insgesamt 10 wertvolle Tipps mit an die Hand geben, die dir in deiner Situation helfen können. Und der erste Tipp ist, was ist mit deiner Meinung? Du musst nämlich eins bewusst machen, der oder die Ex hat in diesem Moment indoktriniert. Und zwar über dich hinweg, was für dich gut ist. Das ist schon der erste Ansatz von toxischem Verhalten. Über dich hinweg wurde entschieden, was für dich besser ist und dass es für dich gut ist, wenn er oder sie dich verlassen würde, weil du etwas Besseres verdient hast. Und gerade bei so einer schweren Entscheidung, wo du eigentlich entscheiden musst, das liegt doch bei mir, wie ich das finde oder wie ich das nicht finde, sind dann die Schmerzen umso größer, wenn man auf diese, ich sag mal, weirde Art verlassen wird, weil man eigentlich gefühlt kein Mitspracherecht hat bei dieser Trennungsentscheidung. Und das ist halt eine klassische, auch bei toxischen Menschen, oft eine manipulative Methode, die angewandt wird. Zudem noch wichtig, wenn du auch in so einer Situation bist oder dich dort wiedererkennst, füll auch den Test bzw. den Fragebogen aus der Videobeschreibung aus, schicke mir zu, dann bekommst du nochmal von mir persönlich für dich situativ zugeschnitten eine Einschätzung deiner Situation. Da kann ich auf jeden Fall nochmal deutlich besser weiterhelfen, als wenn ich jetzt das so mache, weil es einfach viel besser auf deine Situation eingehen kann. Genau, Tipp Nummer 2. Befreie dich von den Fesseln, wenn deine Stimme übergangen wird. Gerade nach solchen Trennungssituationen ist es meistens so, dass man sich übergangen fühlt. Und das ist vielleicht auch schon während der Beziehung passiert, dass man immer wieder nachgegeben hat, ja gesagt hat, klein beigegeben hat, alles mitgemacht hat, immer lieb und nett und freundlich war und dann eben auf diese liebe und nette und freundliche Art verlassen wird. Und das große Hauptproblem dabei ist, dass, wie soll ich sagen, dass du, was du willst, was du fühlst, was du ausdrücken möchtest, was dir wichtig ist, was da pulsiert und leben möchte, unterdrückt wird. Aber das Ding ist nicht von deinem Ex oder von deiner Ex, sondern vor allem von dir. Und das heißt, dass eines deiner großen Herausforderungen definitiv darin besteht, das zu lösen. Also, wie soll ich formulieren? Dich von diesen Fesseln, um es mal so auszudrücken, wirklich zu befreien und loszureißen und auf diese Weise eben in den Rückeroberungsprozess zu gehen mit dieser Kraft und dieser Stärke. Ich komme gleich später noch bei anderen Tipps zu diesen ganzen Geschichten. So, der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, der nächste Tipp. Lass im ersten Schritt alles hinter dich. Das sollte deine emotionale Einstellung sein. Ja, du möchtest den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zurück und das kann man später auch machen, aber im ersten Moment ist es für dich wichtig, alles, was passiert ist, hinter dich zu lassen. Das heißt, nicht mehr im Kopf in diesen Warum-Fragen festzuhängen, in diesen vielleicht auch Trauma zu hängen, in diesen toxischen Missbrauch, der womöglich dort stattgefunden hat, festzuhängen, sondern das hinter dir zu lassen, das loszulassen, damit abzuschließen, wirklich mit Bewusstsein in diese Entscheidung reinzugehen. Ich schließe jetzt mit dem, was da passiert ist, für mich ab und beschreibe mein Blatt neu und versuche mich auch gedanklich, emotional möglichst davon zu lösen. Das ist natürlich nicht einfach und das wird dir auch nicht einfach so gelingen, aber durch die Einstellung beschleunigst du diesen Prozess, dass du wieder rauskommst aus dieser Verdrehtheit von, oh, mein Ex hat ja eigentlich eine gute Entscheidung für mich getroffen, was ja vollkommen hirnrissig ist, so dass du wieder bei dir ankommst, in deiner Mitte ankommst und wieder bei dir landest und bei dir bist. Der nächste Punkt ist, der nächste Tipp, wechsel die Position. Und zwar reduzierter Kontakt mit Testimpulsen. Dein Gegenüber hat sich dir gegenüber toxisch verhalten, so viel ist klar.
Es wurde indoktriniert, du wurdest nicht gut behandelt, die Trennung war sehr verletzend. So. Auch in der Beziehung gab es schon toxische Tendenzen, die auf Manipulation hingewiesen haben. Und du wurdest verlassen, weil es ja das Beste für dich ist. So. Und das ist natürlich eine Verdrehung der Wahrheit und der Wirklichkeit, die ist extrem. Und du musst, derzeit bist du wahrscheinlich vielleicht auch schon in der Beziehung in diesem defensiven Modus, dass du nur annimmst und empfängst und immer ja sagst und ja, hast recht, vielleicht auch aus Verlustangst. Und diese Position musst du wechseln. Die Position muss sich für eine Rückeroberung komplett umkehren. Das heißt, dass du an dem Punkt bist, dass du entscheidest. Und wo wirst du zum Entscheider? Immer nur, wenn du austestest, ob er sich oder sie sich in ihrem Verhalten, toxischem Verhalten, verändert hat. Und solange in reduzierten Kontakt bleibst. Das heißt, du gehst in den reduzierten Kontakt und das Kontaktimpulse kommen nur von deinem Gegenüber und gehen von dort aus. Und wenn diese Kontaktimpulse kommen, testest du erst einmal aus, ob sich tatsächlich etwas im toxischen Verhalten deines Gegenübers geändert hat. Und erst wenn das passiert ist, weil jetzt bist du in der Kontrolle, erst wenn das passiert ist, ist es auch wieder gesund für dich und tut es dir gut. Erst dann lässt du wieder näheren Kontakt zu. Kontakt lässt du natürlich auch so zu über den reduzierten Kontakt, aber du gehst nicht aktiv in den Kontakt rein. Und dadurch, dass du dir dieses Gerüst baust, diesen Stabilisator, diesen Schutzmechanismus, kannst du tatsächlich in gewisser Weise die Position umkehren. Die Forderung stellen, du musst dich erst verändern, wenn du mit mir mehr Zeit verbringen möchtest, damit ich nicht mehr diesen toxischen Tendenzen ausgesetzt bin. Und dadurch kehrt sich alles um. Du gehst weg von dieser Empfindung, Ja sagen, immer Ja sagen, hin wieder zu dir, zu deiner Stärke, zu deiner Kraft, zu deiner Durchsetzungsfähigkeit. Ganz wichtig, statt Wut und Trauer ist es wichtig, bewusst mit Vergebung zu arbeiten. Das ist der nächste Tipp. Das ist ganz entscheidend. Also gerade nach solchen Trennungen ist man halt meistens komplett durch den Wind. Man hat noch extreme Gefühle und auch man fühlt ganz viel Trauer. Man hat immer versucht, quasi in der Beziehung zu bleiben, dem man nachgibt und Ja sagt. Also in den meisten Fällen, wo ich coache, ist das so. Man versucht nachzugeben und dann irgendwann kommt der Punkt zur Trennung und dann merkt man, dass das alles umsonst war und dann, dass man eigentlich doch am Ende verletzt und verraten wurde. Und das geht meistens mit einer extremen Wut und einer extremen Trauer einher. Und in dieser Situation ist es für dich ganz wichtig, damit abzuschließen, indem du viel mit Vergebung arbeitest. Du sollst nicht vergessen, weil ihr wirklich vergibst, indem du einfach in diesen Schmerzkörper, den du da spürst, ganz viel Vergebung reinsprichst, kannst du leichter loslassen, leichter wieder auf die Beine kommen und leichter mit dieser Situation umgehen. Deswegen Wut und bewusste Vergebung, Trauer, und der Wut, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das wird dir ganz schnell helfen, auch bei dieser Positionsumkehr, auch emotional das zu durchleben und zu fühlen, dass du jetzt der Entscheider bist und nicht dein Gegenüber. Vergebung hilft dir eben wieder zurückzufinden, so ins Herz, zu dir selbst. Genau. Dann finde die Kraft erneut aufzustehen, gerade wenn das nicht die erste Beziehung ist, die so gelaufen ist, du auch schon andere Beziehungen hattest, in denen diese Muster vorhanden waren, ist das meistens ein sehr ermüdender Prozess. Natürlich auch schon bei einer Beziehung, die so auf so eine Art und Weise endet. Daher ist es wichtig, wenn du das, diese Schwere spürst, wirklich die Kraft zu finden für dich, die Bereitschaft, die Stärke, die Durchsetzungskraft. Ja, ich stehe jetzt erneut wieder auf. So. Einfach machen. So. Einfach einen Schritt nach dem nächsten zu gehen und es zu machen und sich bewusst zu sein, es wird besser werden, es hängt aber von dir ab. Die Trennung ist in diesem Fall tatsächlich für dich ein ganz wichtiger und aussagekräftiger Spiegel für Sachen, die sich jetzt verändern müssen in deinem Leben. Es liegt nicht an dir, es liegt an den Mustern in dir, dass das so gekommen ist. Es hängt immer und steht immer und fällt immer mit unserer Selbstliebe. Genau. So, wachse in deine Stärke ist der nächste Tipp und werde
durchsetzungsfähig. Also viele, die auf diese Weise verlassen werden von einem toxischen Mann oder einer toxischen Frau, nach dem Motto, ja, du hast was Besseres verdient, sind Menschen, die sich in der Beziehung oft sehr hingegeben haben, zu allem oft Ja gesagt haben, alles getan haben, um nicht diese Verlustangst zu spüren. Und da ist es eben so, dass oft die Durchsetzungsfähigkeit fehlt. Dieses Nein sagen fehlt. Deswegen kann man eben so leicht übergangen werden, wie in dieser Trennungsaussage, du hast etwas Besseres als dich verdient, deswegen verlasse ich dich. Das ist ja eine Aussage, da wirst du ja komplett übergangen. Das spielt ja deine Meinung überhaupt keine Rolle. Und da ist es halt wichtig, sehr stark an seiner Durchsetzungsfähigkeit zu arbeiten, dort reinzuwachsen, dort mehr in seine Kraft zu kommen, weil auch genau das beim Gegenüber paradoxerweise zu dem, was du vielleicht glaubst, Anziehung erzeugen kann. Viele sind halt in diesem Muster, wenn ich alles richtig mache, werde ich geliebt. Das kommt irgendwo aus der Kindheit. Und dann muss ich keinen Verlust spüren. So. Die Wahrheit ist aber, wenn du dich durchsetzt, wenn du hinter dir stehst, wenn du dich liebst, ja, dann steht meistens dein Gegenüber hinter dir, weil das viel mehr Anziehung und Attraktivität auslöst. So, ebenso in diesem Zusammenhang, weg vom stillen Mauerblümchen hin zur Powerfrau oder zum Powerman. Also raus aus diesem Modus ich meine, liebenswert ist ja nichts Schlimmes, wenn da wirklich auch du dahinter stehst, aber liebenswert im Sinne von es aus einer Angst sein, aus einer Angst tun, immer still und nett dabei sein und zu allem Ja und Amen sagen und irgendwie nicht richtig explodieren können, so nicht richtig in seiner Power sein, nicht richtig Nein sagen können und entwickel dich deswegen zu einer richtigen Powerfrau, zu einem richtigen Powermann, der einfach alle Facetten seiner selbst leben und sein kann. Nicht im egoistischen Sinne, einfach im lebendigen Sinne, so, um das so auszudrücken. Und damit kannst du auf den Ex-Partner, die Ex-Partnerin sehr viel Anziehung aufbauen. Und das kombiniert mit deinen Beziehungsstandards oder mit deiner Durchsetzungsfähigkeit oder mit dem reduzierten Kontakt, wo du testest, ob das sich der toxische Verhalten erst verändert hat. Das baut wirklich Anziehung auf. Nicht, ist es keine Garantie für eine Rückeroberung, aber es kann Anziehung aufbauen und dafür sorgen, dass die Chancen eben wieder steigen. So, das ist der letzte Tipp, ganz wichtig, deine Rückeroberung steht und fällt mit deiner Selbstliebe, bevor ich gleich noch mehr dazu sage. Also, dieser Tipp ist besonders wichtig und mit deiner Selbstliebe und deinen Beziehungsstandards. Also, Selbstliebe heißt, dass du keine Angst mehr hast und du kannst weiterhin lieb sein, du kannst auch nett sein, aber du tust es nicht aus einer Angst heraus. Das ist deine Challenge, dort in die Selbstliebe zu gehen, statt der Angst, die dort ist, Liebe walten zu lassen. Und da kannst du immer noch ein liebenswerter Mensch sein, aber du sagst doch ohne Probleme einfach nein und hast keine Angst, das durchzusetzen. Und das kombiniert mit Beziehungsstandards, die da lauten, auch wieder orientiert an Selbstliebe. Ich möchte eine Beziehung, in der ich glücklich bin und mit diesem toxischen Verhalten, diesem toxischen Menschen bin ich das nicht. Das kombiniert sorgt dafür, dass eben wieder mehr Anziehung entstehen kann. Es steht und fällt aber mit deiner Selbstliebe. Die gesamte Rückeroberung, dein gesamter Trennungsprozess, dein gesamter Trauerverarbeitungsprozess ist am Ende davon abhängig. Und je eher du dort ins Wachstum gehst, viel mit Vergebung auch arbeitest, durchsetzungsfähiger wirst, stärker wirst, unabhängiger wirst, wirklich eine Powerfrau oder Powerman wirst, ja, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit für ein viel höheres Beziehungsglück, eine viel bessere Beziehungsqualität und gleichzeitig viel mehr Anziehung in der Rückeroberung. Das hängt aber alles immer von dir ab. So, du musst entscheiden, ob du diesen Weg gehst oder nicht. Ich kann dir nur aus meinen Erfahrungen als Coach sagen, dass da die wirklich großen Chancen liegen und in nichts anderem. Genau. Mach auch den Test, wenn du dich in so einer ähnlichen Situation befindest. Füll den Fragebogen aus, schick ihn mir zu und in der Folge bekommst du von mir ein Coaching, in dem ich dir persönlich weiterhelfe und mir deine Situation anschaue und dir dann sage, abhängig von deiner Situation, was meine Einschätzung ist. Und ich würde mich auch freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt, wenn du ein Abo hinterlässt. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.